Bundeskanzler Karl Nehammer nutzt die Rücktritte zweier Ministerinnen am Montag für eine größere Regierungsumbildung, personell und bei der Ressortaufteilung. Auf der einen Seite werde ich das Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammenlegen. Martin Kocher wird es führen. Und da dieses Ministerium besonders gefordert ist, jetzt in der Zeit der Krise, zuerst die Pandemie, jetzt die hohen Energiepreise, Inflation, Teuerung, wird es eine zusätzliche Staatssekretärin geben in diesem Ministerium, Susanne Kraus-Winkler. Die bisherige Obfrau des Hotelierverbandes in der Wirtschaftskammer wird für den Tourismus zuständig sein. Damit wird zugleich das Landwirtschaftsministerium neu geordnet. Bereiche wie Digitalisierung und der Zivildienst fallen dort weg. Die Zivildienstagenten übernimmt Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm. Für Digitalisierung wird ein weiteres Staatssekretariat im Finanzressort eingerichtet und mit dem bisherigen Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter, Florian Turski, besetzt. Mir ist es wichtig, dass der neue Landwirtschaftsminister sich vollumfänglich auf seine Aufgaben konzentrieren kann und der neue Landwirtschaftsminister wird Norbert Totschnig sein. Totschnig ist Osttiroler und seit 2017 Direktor des Bauernbundes. Das sei jedoch keine Rückkehr in Zeiten vor Sebastian Kurz, als sich Länder und Bünde in solche Personalfragen deutlich eingemischt haben. Nehammer liefert sich zu dieser Frage ein kleines Scharmützel mit einer Journalistin. Was erinnert denn Sie an die Zeit vor Kurz? Dass laute Zurufe aus den Ländern kommen. Haben Sie die jetzt gehört? Wir haben jetzt einen Minister, der wieder aus Tirol kommt, der Direktor vom Bauernbund. Ich finde schon, also wir leben ja in einer pluralistischen Demokratie. Der Norbert Totschnig ist seit vielen Jahren Bauernbunddirektor. Ihm jetzt sozusagen seine Tiroler Herkunft vorzuwerfen, um damit eine Bünde- oder Parteilogik abzuleiten, finde ich auch gegenüber den Menschen selbst ungerecht. Der Bundeskanzler verweist außerdem auf den parteifreien Martin Kocher, der nunmehr eine Art Superministerium anführt. Argumentieren muss Nehammer schon bei der Präsentation, aber auch, warum sein Team größer und vor allem männlicher geworden ist. Aber wenn Sie den Ministerinnen beiden und vor allem auch Elli Köstinger zugehört haben, glaube ich, wäre es wichtig, dass wenn wir erfolgreiche Frauen in der Spitzenpolitik, im Unternehmertum, im Angestelltenbereich haben wollen, die auch bereit sind, Familie mitzugründen und zu gestalten, dann würde ich mir so eine Frage schon auch während der Ministerinnen Amtszeit wünschen und diese Diskussionen wie die Arbeitswirklichkeit, die Arbeitswelt, die Beleidigungen, das Heruntermachen, das unglaublich despektierliche Verhalten in den sozialen Medien dann dazu thematisieren. Das würde, glaube ich, nachhaltig dazu beitragen, dass sich noch viel mehr Frauen dann auch für diese Karriere in der Spitzenpolitik auch von sich selbst aus interessieren würden. Die Rücktritte seien keinesfalls überraschend gekommen, sondern in beiden Fällen schon länger besprochen worden. Konkret nach der scheidenden Wirtschaftsministerin gefragt, sagt Nehammer. Margarete Schramböck ist eine Ministerin, die sehr viel Einsatz gezeigt hat in ihrer Ministerinnentätigkeit und gleichzeitig aber auch sehr vielen Anfeindungen jetzt immer ausgesetzt war. Das macht etwas mit einem, das belastet und daher auch immer das offene Wort. Solange sie es für sie gut ist, kann sie weiterhin Ministerin sein. Sie hat mein Vertrauen. Aber wenn sie auch für sich definiert, es ist jetzt Zeit, dann werde ich das selbstverständlich respektieren. Auch der grüne Koalitionspartner sei stets eingebunden gewesen, sagt der Bundeskanzler. Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Werner Kogler und mir, zwischen Sigi Maurer und Gust Wöginger hat sich auch in dieser Phase wieder mehr als bewährt. Am Dienstagnachmittag stehen die obligatorischen Gespräche der neuen künftigen Regierungsmitglieder mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an. Die Angelobung soll zeitnah erfolgen.